Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Stretchers. Ja, ihr habt ja, wie es aussieht, Bock auf dieses Spiel. Ja, mir macht's auch Spaß. Und jetzt werden wir uns erstmal hier drum kümmern. Und zwar um eine Nebenmission. Die Explosiven heißt das Ganze hier. Let's go, würde ich sagen. So, nichts Spannendes auf der Strecke hierhin passiert. Aber ich habe erstmal die Hütte niedergefahren. Moin, na was geht, Diggi? Oh Mann. Okay, was hast du zu sagen, Bro? Hallo, ich habe einen kleinen Erdrutsch verursacht. Ich brauche eure Hilfe beim Beseitigen des Schutts. Im Schuppen steht eine Feuerwerkskiste. Platziert sie und nehmt die Beine in die Hand. Dann leiden eure Ohren auch nicht so wie meine. Ja, der ist wohl ein bisschen schwerhörig. Wundert mich jetzt gar nicht, wenn man ohne Ohrenschützer hier beim Steinbruch arbeitet. Ja. Okay. Ja, das hier hat doch sehr große Ähnlichkeit zu... Oh no. What? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat doch sehr große Ähnlichkeit zu unserer Trage. Deshalb werden wir hier mal ganz fix laufen. Oh, yo. Oh no. What the hell? Als ob hier einfach mal ein Stein unseren Weg versperrt. Boah, nee. Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Das wird kritisch, Leute. Hallo, schnell. Wow. Hat sie uns jetzt auch weggezündet? Nö, wir haben es geschafft. Was? Was zum Teufel, Alter? Haben wir das jetzt geschafft? Gute Arbeit, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich lagere hier unter Feuerwerkskisten. Man weiß schließlich nie. Benutzt sie ruhig, wenn ihr welche findet. Wir haben jetzt die Feuerwerkskiste. Und das macht mich gelb. Wunderbar. Weiter geht's. Was bringen wir diese Feuerwerkskisten jetzt? Gibt's jetzt neue Missionen? Ja, es gibt mehr zu tun. Das freut mich. Die Züge fahren nicht mehr. Oh no. Oh no. Oh no. Jäten und ernten. Oder hier ist doch was faul. Ah, ich bin dafür, dass wir hier jäten und ernten spielen. Let's go. Yeah. Nice. Jäten und ernten. Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, ob es denn möglich ist, Leute zu überfahren. Mal schauen. Das probieren wir nachher aus. Hola, da bekommt das Sprichwort Gras. Über eine Sache wachsen lassen gleich eine ganz neue Bedeutung. Das ganze Unkraut scheint euch den Zugang zu den Dustern zu versperren. Ja, das sieht so aus. Da müssen wir uns drum kümmern. Warte mal. Müssen wir da jetzt hoch? Oder wie sieht's hier aus? Achso, ich kann ja den Typen hier wieder einstellen, dass er mir followt. Ah, hier wunderbar. Und hier wunderbar. Bro. Du. Ja, genau du. Alles klar. Den hier so. Achso. Alter, ich verwechsel die beiden immer. Das ist so weird. Ich sollte immer schauen, dass der rote rechts ist. Oh, nice, Alter. Gute Idee. Dieser Rasenmäher sieht robust genug aus, um dem Unkraut den Chaos zu machen. Ja, ich weiß. Yeah. Mann, Alter. Wir zermähen hier alles. Nice. Den nehmen wir mit nach oben. Zack. Wunderbar. Alles klar. Ab dafür, Leute. Jetzt wird gemäht. Momentchen. Was denn? Seht mal darüber. Wo? Ach, da. Momentchen mal, das ist ja Fräulein Lockmeier. Ist die Lokführerin. Ich wette darauf. Ich wette darauf. Oh nee, der hat losgelassen. Okay, ich würde sagen, hier können wir mal ein bisschen Rasen mähen. Und das machen wir einmal mal ein bisschen. Yo, mäht 150 Grasbüschel. Wir machen Fortschritt beim Achievement. Oh no, wir müssen halt schauen, dass uns das Wasser nicht trifft. Oh, das ist kritisch. Hilfe. Alter, ich bin so schlecht mit diesem Wasserding. Aber wir haben es bis aus geschafft. Porno. Porno. Alter, das ist so kritisch, was ich hier mache. Warte, wir warten mal ganz kurz, bis das Wasser hier wieder vorbei ist. So. Jetzt hier zurück. Jetzt. Das gibt's ja nicht. Ja, so geht's auch. Ah! Oh Gott damn it.
Oh yes, jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Jetzt haben wir gleich alles an Gras hier weggemäht. Okay. Ich will nur nicht nochmal in den Rasensprenkler reinkommen. Gott, die Steuerung, die ist ja echt wow. Also, wow. Das ist ätzend. Das ist richtig ätzend. Okay. Nee, ich würde gerne so. Alter, der Typ steckt einfach mal hier im Reifen fest. Was geht mit dem ab? Holy shit. Bro. Was zum... Jetzt. Da, hallo. Hier, bitteschön. Danke. Wie kriegen wir den da raus? Okay, alles klar. Frage geklärt. Yo, Jungs. Wir ziehen hier mal kurz die Trage aus und holen euch hier rauf. Wunderbar. Hier ist noch einer. Ich habe leider noch nicht die ganze Gegend hier erkundet. Das heißt, wir müssen hier... Die zwei lassen wir mal runtersaugen. Die zwei lassen wir mal runtersaugen. Ja, das können wir ja überspringen. So wichtig ist das nicht. So, warte. Hier, den auch noch. Na bitte. Ach so, die werden instant eingeladen. Ach so, schade. Okay. Das ist natürlich blöd, dass die instant eingeladen werden. Dann kann ich sie hier jetzt gar nicht probieren. Mit... Na, ihr wisst schon, dass ich die Leute überfahre. Das ist schade. Mehr oder weniger. Lasst uns auf jeden Fall einfach mal das einladen. 10 Schätze finden, das dürfte eine Leichtigkeit für uns sein. So. Wie kommen wir an dieses Trampolin? Das dürfte eigentlich... Oh, warte mal. Ich drag das mal hier kurz weg. Und dann sollten wir den Typen hier... Oh, ich wollte nicht die Kiste. Dann sollten wir den Typen hier gleich mitnehmen können. Warte, ich versuche hier mal schnell. Ja, wunderbar. Au! Gott, dammit, das hat ein bisschen wehgetan, glaube ich. Alter, das Spiel ist so funny. Ohne Spaß, das Spiel ist richtig funny. Lasst uns hier mal so. Warte mal. What? Dreht sich das Ding dann auch wieder von selber? Ja. Oh Gott, damit. Der eine kann dann hier vorbei. Ah, alles klar. Das ist natürlich eine praktische Sache. Hier ist ein Dussler. Hier einmal loslassen. Dann ziehen wir das hier einmal raus. Und einmal niederknien, bitte. Schneller. Das hat nicht so ganz geklappt. Wunderbar. Wunderbar. Alter, wieso wird der erwischt? Oder die? Die. Wieso wird die erwischt? Alter! Gott damn it, Alter. Junge. Es ist so lächerlich. Okay, Bro. Kommen Sie ran. Wunderbar. Dann nehmen wir hier die Dussler noch mit. Ich hoffe, hier sind wir safe. Ja. Alles klar. Bro. Bitte rein. Danke. Gut. Dich nehmen wir auch gleich mit, warte. Wir lassen kurz unsere Dinge los und ziehen den hier raus. Boah, Alter, steckt da drin. Junge, als ob der da drin feststeckt. Okay, wir nehmen den hier noch. Was zum Teufel? Warte mal. Ich kann den hier an den Händen nehmen, oder was? Oder an was kann ich den hier nehmen? Ach so, ja, die Hände. Lul. Okay. Alles klar. Hier einmal so, hier einmal so. Hier beide in die Hocke und den hier mitnehmen. Hier können wir in irgendeinen geheimen Bereich gehen, fällt mir gerade auf. Was bringt das? Oh lol, ein Geheimnis entdeckt. Was bringt mir dieses Geheimnis? Ah, ich denke einfach mal, dass ich dieses Geheimnis hier zurückbringen kann. Wo ist die Röhre? Wo ist die Röhre? Ist die Röhre hier irgendwo? Ah shit, ich glaube ich... Bin... Ja, okay, dann droppen wir das hier. Hallo, euch nehme ich auch noch mit. Gar kein Ding. Und dich auch noch. So, und dann haben wir alle. Und flutsch. 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 Ah, warte. Ah, nee, wir können, glaube ich, hier eh alle retten. Und dann trotzdem das hier mitnehmen. Ich würde sagen, unsere Expedition in die Botanik ist erstmal beendet. Genau so ist es. Also, hier braucht jemand Heilung. Alles klar, dann ab nach unten. Wenn jemand Heilung benötigt, dann bin ich da natürlich sofort zur Stelle. Das ist gar keine Frage. So,
fahren, einsteigen und let's go back. Ich liebe es, Alter. Tweet, tweet, tweet. So, wunderbar. Haben wir es geschafft. Bringen wir wieder ein paar Leute hier zurück ins Krankenhaus zum Entdusler. Okay, let's go. Die Lokführerin ist damit geheilt. Keine Ahnung, was es das bringt, aber ich denke mal, das bringt uns ein paar neue Aufgaben oder sowas. Oder vielleicht können wir jetzt mit dem Zug irgendwo hinfahren. Wer weiß. Jetzt kannst du wieder Fahrkarten stempeln und Schwarzfahrer Bußgelder verpassen. Das ist super. Ganz super ist das. Alles klar. Haben wir wieder ein paar Punkte gemacht. Ich hoffe doch. Ja, 17.000 Punkte ist okay. Wir haben uns halt ein paar Mal erwischen lassen beim Sprenkeln. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber was willst du machen? Wie viele Punkte haben wir denn verloren durchs Sprenkeln lassen? Alter, bitte. Komm schon. Wie? Alter. Ah, da. Minus 210 Punkte. Okay, das geht sogar. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Das ist relativ wenig. Okay. 100 Dussler sollen wir heilen. Und da sind wir schon ganz gut dabei. Mehr als die Hälfte, mehr als ein Viertel haben wir schon. Oh, ja, tatsächlich. Es geht auch nichts über das rhythmische Geräusch eines wieder einsatzfähigen Zuges. Einer meiner absoluten Lieblingsrhythmen. Ja, du bist komisch. Du bist komisch. Du bist komisch, Fräulein. Alles klar, dann schauen wir hier noch hin. Hier ist doch was faul. Als ich aus dem Team geworfen wurde an diesem Tag, wurde ich zum Bösewicht. Wisst ihr, wie ironisch das ist? Ich nämlich nicht. Ihr besiegt mich eh nicht. Ich bin viel zu schlau für euch. Schließlich kann sich nicht jeder einfach so Captain Superhirn nennen. Ja, das gucken wir dann noch, ja? Bro. Das gucken wir dann noch. Holy shit! Was? Okay, alles klar, Diggi. Alles klar. Muss ich jetzt nicht verstehen. Oh nee. Oh, ich werde jetzt fast in den Hafen gefahren. Nee, hier müssen wir hin. Ja, wir müssen eigentlich mehr oder weniger in den Hafen. Hier ist doch was faul. Ja, denke ich auch. Aber was ist hier faul? Okay. Hier. Oh Gott. Was machen denn die Schweinchen hier? Oder was sind das? Irgendwelche Gummiviecher auf jeden Fall. Oh Gott, sieht auch kritisch aus hier. 5 müssen wir retten. Alles klar. Lass uns mal... Aua! Und wir gehen mal eine Runde schwimmen, habe ich gehört. Ich carry das mal runter hier. So, wunderbar. Alles klar, das hat geklappt. Das versenken wir jetzt im Wasser. So. Okay. Dann... Oh Gott. Oh Gott. Den so... Und zurück. Wir könnten natürlich auch... Wir könnten alle eigentlich... Oh Gott. Wir könnten alle hier vor dem Rettungswagen safen. Beziehungsweise jetzt können wir eigentlich probieren, die zu überfahren. Das könnten wir eigentlich kurz machen. Warte. So, jetzt lassen wir den mal los. Steigen hier ein. Zack. Und... Hier auch. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, die Leute kann man überfahren, mehr oder weniger, aber es macht denen nicht viel aus. Es passiert nicht sonderlich viel. Die sind feste Objekte, mehr oder weniger. Was zum... Wieso? Okay. Alles klar. Wunderbar, haben wir das auch rausgefunden. Einer muss followen. Hey, schieß mal, Schweinchen. Dankeschön. Oh Gott. Du sollst mir trotzdem noch followen, Typ. Alles easy. Hier oben auf dem Schiff haben wir bestimmt 2 Leute, oder? Ja, dachte ich es mir. Dann ziehen wir einmal hier das aus. Zack. Runter in die Hocke mit uns. Hallo, kommst du bitte auf meine Trage? Ja, hat so mehr oder weniger geklappt. Hilfe? Okay. Ganz vorsichtig hier. Ja, hat schon losgelassen, der Idiot. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Hey, Bro. Ich müsste hier mal kurz... Danke. Das Ding können wir bestimmt nicht mitnehmen, ne? Ach doch! Das Geheimnis können wir auch auf der Trage mitnehmen. Das dachte ich jetzt tatsächlich nicht. Und der Typ ist einfach runtergefallen. Alles klar. Ah! 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 Okay, let's go, Bro. Dich nehmen wir auch noch mit. So, passt er da noch drauf? Hat er da jetzt noch drauf gepasst?
Ja, mehr oder weniger. War jetzt leider keine Combo mehr, aber egal. Oh mein Gott, what the hell is going on? Okay, wir lassen einfach die Trage sein. Und, oh, hier ist auch wieder ein Schatz. Okay, und was müssen wir hier machen? Bro, komm mal bitte hier rüber. Okay, den können wir doch bestimmt auf... Ja, den können wir auch mit einem Typen tragen. Das ist natürlich vorteilhaft. Der rechte, der steht hier einfach rum. Das ist gar kein Thema. So, und jetzt können wir hier natürlich wieder was ausziehen. Die beiden mitnehmen. Ja, ja, wunderbar. Und den Schatz auch. Hallo? Ja, ja. Und jetzt nur wieder heil zurückkommen. Was leichter gesagt ist als getan. Danke dafür. Alter, wie viele Minuspunkte sammeln wir hier schon wieder? Boah, Junge, 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 Junge. Alles gut. Okay, jetzt habe ich mich wenigstens nicht nochmal treffen lassen. Man muss echt in die Steuerung reinkommen. Und schieben wir gerade wirklich das Auto mit? What the hell? Den Hafen habt ihr auf Vordermann gebracht. Das Fischerammer ist davon aber leider nicht verflogen. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, ist so. Ist so. Fahren und einsteigen. Zurück geht's. Wir sind erfolgreich, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Oh shit. What did I do, man? Nein, sind wir jetzt... saufen wir? Kommen wir nicht mehr zurück? Ah, come on. Das muss noch gehen. Ah, nee. Verdammt. Ja, okay, wir sind wieder oben. Einfach X drücken. Juhu! Hello, ich habe hier wieder ein paar zum Entdusseln. Es ist so ein dummes Wort, Alter. Dussler. Entdusseln. What the hell? Okay, auch am Hafen haben wir wieder was Wunderbares abgeschlossen. Das gibt uns wieder 20.000 Punkte. Das ist wunderbar. Und, Alter, dass man das hier nicht beschleunigen kann, ist auch ätzend. Aber hier waren es wenigstens nicht ganz so viele Punkte wie vorher beim Garten. Erfülle die Mission, bevor der Zeitbonus abläuft. Nice. Sunnies! Irgendwas ist mit dem GPS. Ohne Krantreffer. Easy. Ich halte da ein total komisches Signal. Halt 30 Dussler. Nice. Ihr solltet das mal ansehen. Okay, mit dem GPS ist irgendwas falsch. Oh lol. What the hell? Lichtgeschwindigkeit. Sehen wir uns das Ganze mal genauer an. Es ist eine Profi-Mission. Oh shit, Leute. Eine Profi-Mission haben wir nächstes Mal zu erledigen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den zwei Nebenmissionen und der einen Profi-Mission. Das wird nice. Bis zum nächsten Mal. Ciao.